Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute wollte ich mit euch das Malz-Schmalzbrot backen. Für das Malz-Schmalzbrot wird einen Abend vorher, bevor das Brot eigentlich gebacken wird, ein Sauerteig angesetzt. Und zwar mit 50 Gramm Anstellgut aus dem Kühlschrank, 100 Gramm Weizenmehl Typ 1050er und 100 Gramm lauwarmem Wasser. Und das Ganze verrühre ich jetzt auch nicht im Thermomix, sondern hier in meiner Edelstahlschüssel und gebe dann den Deckel drauf und lasse es bis morgen über Nacht quasi so circa 12 Stunden reifen. Und dann sehen wir uns wieder und werden das Brot weiter bearbeiten. Ich habe jetzt 50 Gramm von dem Anstellgut schon hier in die Schüssel eingewogen, gebe jetzt das noch Wasser dazu, verrühre das alles zu einem Vorteig. Und dann lassen wir das abgedeckt und gebe ich dann gleich einen Deckel drauf, über Nacht draußen stehen. Also jetzt nicht im Kühlschrank, sondern bei Zimmertemperatur aus der Reife. Schön gucken, dass ihr auch alles schön untermischt. Keine Klümpchen oder so haben. Den Vortag habe ich jetzt schön verrührt, habe an den Seiten nochmal alles runtergekratzt und jetzt gebe ich den Deckel drauf, der wie gesagt nicht luftdicht verschließt, der Teig kann also noch atmen und lasse das Ganze jetzt bei Zimmertemperatur über Nacht stehen und dann sehen wir uns morgen so, wieder. Die Nacht ist rum, mein gestern angesetzter Sauerteig ist jetzt 12 Stunden gegangen, man sieht wie schön er schon Blasen wirft und jetzt können wir das Malz-Schmalzbrot weiterverarbeiten. Dafür braucht man natürlich die ganzen anderen Zutaten. Wir brauchen einmal 200 Gramm Weizenmehl Typ 1050er, 200 Gramm Roggenmehl, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 1 Esslöffel Backmalz, 30 Gramm Schmalz, 1 Teelöffel Salz. Wenn der Sauerteig noch nicht so stark ist, dann kann man noch eine Prise Hefe mit reintun und 270 Gramm Wasser. Im Rezept steht ja 300 Gramm Weizenmehl und 370 Gramm Wasser. Da ich ja gestern den Vorteig schon mit 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Weizenmehl angerührt hat, muss ich das natürlich heute von den Zutaten abziehen. So, als erstes geben wir jetzt das Wasser in den Thermomix. 270 Gramm. Die Hefe und ich habe noch eine kleine Prise Zucker schon in den Thermomix getan, damit die auch aktiviert wird, die Hefe. Steht zwar nicht im Rezept, aber ich werde es so machen. Und jetzt erwärme ich das Ganze 3 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 1. Es ist kein Thermomix-Rezept, ich habe das Rezept bei Chefkoch gefunden und ich münze das jetzt auf den Thermomix um. Stufe 1. Bis gleich. So, die 3 Minuten sind rum. Jetzt kommen alle anderen Zutaten hinzu. Ich gebe erstmal das Schmalz rein. So. Und dann gebe ich das Weizenmehl, die 200 Gramm rein. Roggenmehl. Dann gebe ich den angesetzten Sauerteig rein. Esslöffel Backmalz, den Teelöffel Salz und die 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Und jetzt knete ich das Ganze
im Rezept stehen, es soll ja 10 Minuten geknetet werden. Dann werde ich jetzt hier die Hälfte im Thermomix machen. Dann stelle ich das mal auf 5 Minuten auf die Teigstufe ein. Und dann sage ich bis gleich. So, die 5 Minuten Knetzeit sind vorbei. Jetzt zeige ich euch den Teig mal eben. Der sieht jetzt so aus. Und jetzt soll der auf jeden Fall eine halbe Stunde ruhen. Ich werde ihn jetzt in meine Edelstahlschüssel umfüllen. Und dann, wie gesagt, lasse ich ihn auf jeden Fall abgedeckt mindestens eine halbe Stunde. Vielleicht gebe ich ihm auch eine Stunde. Mal schauen. Mal gucken, dass es rausfällt. Ist auf jeden Fall ein klebriger Teig. So, den Teig habe ich jetzt hier in meine Edelstahlschüssel umgefüllt. Jetzt gebe ich den Deckel drauf, verschließe ihn. Der verschließt ja nicht luftdicht, das heißt, der Teig kann gut atmen. Aber die Feuchtigkeit entweicht eben nicht. Ja, jetzt lasse ich den also mindestens eine halbe Stunde, vielleicht lasse ich ihn auch eine Stunde stehen. Das werde ich euch dann gleich sagen, wenn ich mich wieder melde. Bis gleich! So, die Gehzeit oder Standzeit ist vorbei. Ich habe auf jeden Fall eine Stunde gewartet. Ihr seht, der Teig ist auch super aufgegangen. Und jetzt soll man den Teig zu einem Brotlaib formen. Da er sehr klebrig ist, versuche ich mal, ob ich das hier so hinkriege. Wie gesagt, ich erstmal schön Mehl hier hin. Mal gucken, ob ich das ganz gut rauskriege. So, und jetzt falten wir den oder formen den zu einem Brotlaib. So, ich habe jetzt meinen ganzen Teig hier auf die Teigmatte gegeben. Jetzt bemehle ich den auch mal mit von oben. Mal gucken die Hände, weil der scheint sehr klebrig zu sein. Ja, geht. Mal, dass ich das auf jeden Fall so ein bisschen vielleicht auch gefaltet bekomme. Wie gesagt, eine wahnsinnig klebrige Angelegenheit. Aber meistens, wie gesagt, werden die Brote ja dann sowieso umso besser, je klebriger sie sind. So, ich habe jetzt gerade mal eben die Hände gewaschen und wie gesagt nochmal den Teig ein bisschen mit Mehl eingepinselt, sodass ich es ein bisschen formen konnte. Jetzt lasse ich das noch so eine Viertelstunde gehen und in der Zeit heize ich den Ofen auf 240 Grad Ober- und Unterhitze auf. Und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn die Viertelstunde um ist. So, jetzt sind ungefähr 10 Minuten rum. Soweit habe ich es jetzt gehen lassen. So sieht es jetzt aus. Mein Backofen hat die Temperatur von 240 Grad erreicht und jetzt gebe ich den Sauermeister mit dem Brot auf die unterste Schiene im Backofen und lasse es 45 Minuten mit Deckel drin. Bis später. So, meine Backzeit ist rum. Ich hatte das Brot 45 Minuten mit Deckel im Ofen, dann habe ich den Deckel abgemacht
Und das war mir noch nicht braun genug. Und jetzt habe ich es noch 5 Minuten ohne Deckel drin gelassen. Ja, so sieht das Brot jetzt aus. Ich finde auch, ist ganz gut geworden. Jetzt werde ich es aufs Kuchengitter geben und abkühlen lassen. Und dann werde ich es anschneiden und dann melde ich mich nochmal bei euch. So, die Abkühlzeit ist vorbei. Ich habe das Malz-Schmalzbrot jetzt auch angeschnitten. Es ist schön weich innen drin, wie ihr seht. Ich hebe es mal noch ein bisschen hoch. Und außen ist es schön knusprig. Ich habe es auch gerade mit Butter probiert. Sehr lecker, schön kräftig im Geschmack. Mit salziger Butter sowieso ein Traum, wenn es frisch ist. Ja, wird auf jeden Fall nochmal gemacht. Schmeckt mir sehr gut. Und wenn ihr Lust habt, dann macht es gerne nach. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.